Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein männliches Unboxing für euch und zwar ist die Blackbox Man bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich finde, die Blackbox Man ist so eine coole Geschichte, die entweder ein Mann sich selber abonnieren kann oder die man als Frau seinem Mann schenken kann. Ich habe die tatsächlich im Abo, die gehört zur Familie der Pinkbox, ne? Die kann man über die Pinkbox Homepage abonnieren, stelle ich mal als Link unten in die Infobox. Die kostet, wenn man die abonniert hat, 16,95 pro Box, erscheint viermal pro Jahr und wenn man die einmalig bestellt, kostet die 24,95. Es gibt aber jedes Mal auch einen 8 Euro Rabatt, ne? Also im Prinzip ist es Jacke wie Hose. Bei mir kommen die halt immer regelmäßig, sodass ich sie hier auch entsprechend euch dann zeigen kann, damit mein Freund Nachschub bekommt und damit ich gegebenenfalls das ein oder andere Produkt an Familie und Freunde weitergeben kann, weil ich auch mal an die Männer denken möchte, um ehrlich zu sein. Wir haben immer einen beachtlichen Wert in dieser Box mit drin. Die erscheint in einem sehr großen und sehr schweren Karton. Die Männer werden tatsächlich nicht so verwöhnt wie wir Frauen. Also die haben kein Special Design. Nö, die haben auch kein Heftchen, wo großartig viel geschrieben drin steht. Aber was die haben, was genauso ist wie bei uns Frauen ist, die haben ein Seidenpapier, was mit einem Seidenschleifen zusammengehalten wird. Und es ist immer sehr, sehr schick und stylisch gemacht. Auf dem Klebi steht Blackbox Man. Da steht jetzt auch nicht irgendwie drin, du bist schön oder so, wie bei der Pinkbox. Die habe ich, wie gesagt, im eigenen Abo. Hier haben wir den ersten Blick in die Box tatsächlich. Und das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Die Männer haben mittlerweile sogar mal ein Produktbild mit drin. Das hatten die vorher auch nicht. Die Produkte sind hier ganz grob, kurz und knapp beschrieben mit Preisen. Und wirklich sehr kurz und knapp ist das Ganze, ne? Das erste Produkt, was ich hier sehe, hatten wir, glaube ich, schon in einer anderen Männerbox mit drin und mein Freund fand es cool. Butcher's Sun Calm Down Aftershave Balm beruhigt und erfrischt, verwöhnt und pflegt intensiv. Well done, kraftvoll und belebend mit Hamamelis, Ginkgo und Provitamin B5. Das hat er auch aktuell in Anwendung und immer wenn er sein Gesicht nass rasiert, was er ab und an mal macht, oh, das riecht so gut. Wirklich, ist nicht super teuer, kriegst du glaube ich auch im DM. Kannst du auch als Frau nehmen. Ich verwende sowas gerne als Aftershave Balm. Wobei ich mittlerweile ja auch selber tatsächlich das Juno and Me Öl für mich entdeckt habe. Da kann ich euch hier oben mal meinen Influencer-Markentest verlinken. Das ist echt gut, aber das ist deutlich teurer als dieses Produkt. Und genau das hat mein Freund gerade im Badezimmer stehen. Das ist eine große Größe, ne? Also wirklich ein großes Produkt, 150 Milliliter. Dein Reizstopper steht hier drauf. Ist ganz cool. Also das ist halt angenehm für die Haut. Ich persönlich habe es auch schon ausgetestet im unteren Stübchen bei mir. es brennt nicht, es pflegt. Es ist halt so wie dieses Nivea Aftershave for Men Balsam Gedönsen. Ne? Also sehr, sehr angenehm und pflegt und ist toll. Und ich mag das tatsächlich auch vom Duft her. Jetzt hat mein Freund ein Backup oder ich kann das demnächst mal irgendwie vielleicht mein Papa zum Vatertag schenken oder so, weil das ist ja auch eigentlich so eine Box, die du super nehmen kannst zum Vatertag, ne? So, zum Verschenken, zum Vatertage. Genau, oder als Ostergeschenk. Also ich drehe jetzt am 19.03. Das Video wird wahrscheinlich nach Ostern erst online kommen. Aber das ist eine gute Box, die man halt auch so kaufen kann für einen Geburtstag oder sowas. Bei 16,95 finde ich, ist jetzt nicht super viel Geld. Kalusan Creme Schaum Fresh haben wir hier auch noch mit drin. Das ist für die Füße. Haben wir irgendwie gefühlt jedes Mal mit drin, ne? Ja, also ich verwende den dann tatsächlich. Mein Freund pflegt seine Füße nicht so, wie ich meine Füße pflege. Ich finde, dass Kalusan-Cremeschaum jetzt nicht so den geilsten Duft der Welt hat. Als Schaum finde ich so ein Pflegeprodukt immer ganz nett. Ne? Kann man sich wohl mal gönnen. So, dann haben wir hier noch mit drin, das sieht aus wie Jelly Beans, aber Leute, das sind Jelly Beans. Bean Boost Flaming 5 Challenge. Oh, 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 oh. Das sind dann so ganz scharfe Viecher mit Sriracha, Jalapeno, Cayenne, Habanero und Carolina Reaper. Mhm. Da musst du aufpassen, dass du... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das... Männer finden sowas, glaube ich, witzig, ne? Mein Freund mag auch gerne scharfe Sachen. Ich werde ihm das mal hinstellen, mal gucken, ob er das isst.
Ja gut, dann hat er ja auch noch was zu trinken mit dabei. Das wird er sich gönnen. Red Bull Zero. Okay, ja gut. Zero Kalorien, Zero Zucker. Muss jetzt, ja, wisst ihr, was da sonst, ne? Also der Süßstoff, der da sonst reingemacht wird, ist das jetzt böse. Aber wenn du auch Cola Zero oder diese ganzen zuckerreduzierten Geschichten und so weiter hast, dann kommen da halt Zuckerersatzstoffe ja mit rein, dass das Ganze etwas süßer ist. Und ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, aber ich habe schon mal einen Beitrag gesehen und ich gucke leider viel zu oft irgendwelche Marktcheck-Sendungen und sowas. Da wurde gesagt, dass dann in solchen Produkten Sachen drin sind, die dann auch appetitanregend sind. Und das ist dann natürlich eher negativ, ne? Naja, also das ja, ist halt ein Energy Drink, gibt den Kick. Ist ganz nice. Sammy liegt da gerade. Hier, ne? Der hat da vorne seine Decke. Und hier liegt der jetzt. Mausi. Hm? Ich finde der witzig. Okay. Dann habe ich hier etwas drin. Und das hatte ich das nicht letztens erst bei einer Beautybox mit drin? Ich glaube, in der Pinkbox war das auch drin. My New Hair Balance Everyday Shampoo für Haar- und Kopfhaut. Für normales bis schnell fettendes Haar mit Bambuskohle, Pflanzenextrakten und Präbiotika. Ja, ich glaube, das hatten wir jetzt gerade erst in der Pinkbox mit drin, ne? Ja gut, das kannst du sowohl als Mann als auch als Frau verwenden. Ist ganz nice. Ich habe da schon, es setzt sich hier schon tatsächlich ab, ich habe einen Kommentar unter meinem Pinkbox-Unboxing bekommen, dass eine Abonnentin von mir das auch schon mal ausprobiert hat. Sie sagt, es ist mega geil, auch so für verrückte Kopfhaut. Aber man hat danach eine Dusche, die aussieht wie Sau. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil es ist ja mit Bambuskohle, Leute, ne? Muss ja auch ein bisschen schütteln, das hat sich echt abgesetzt. Ui, ui, ui. Okay, für Haar- und Kopfhaut ist das ohne Silikone, ohne Sulfat-Tenside, Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs sind da auch nicht drin und auch keine synthetischen Färbemittel. Ist doch ganz nett, ne? Ja, also wie gesagt, ich habe das bei mir schon im Backup. Vielleicht nimmt mein Freund das dann auch. Mal gucken. Ja, nett, ne? Ein Bambus-Shampoo. Dann versauen wir halt beide die Dusche oder wir benutzen es halt zusammen. Dann habe ich hier von Hüt, Pflege für Männer, nee, eigentlich von Jean and Len, Alchemist, die Hüt. Pflege für Männer, Gesichtscreme freshen up mit Hydrokomplex und sowas. Ist mal eine ganz nice Kiste. Ich glaube, eine Gesichtscreme hält bei meinem Freund so ein halbes Jahr bis Jahr. Manchmal schmeiße ich die zwischendrin weg, weil ich mir denke, Alter, solltest du vielleicht mal wegmachen. Das Triple Feuchtigkeitskonzept mit Glycerin, Hyaluronsäure und schwarzem Haferextrakt versorgt intensiv und langanhaltend mit Feuchtigkeit. Argan und Jojobaöl versorgen die Haut mit essentiellen Fettsäuren und pflegen sie weich und geschmeidig. Die Formulierung mit antioxidativ wirkendem Vitamin E, das ist wirklich echt gut für die Haut, glättet und verbessert das Hautrelief. Umfassende Pflege für die beanspruchte Männerhaut. Ohne Gedöns, vegan, ohne Parabene und Silikone, kein Mineralöl. Ist doch nett, oder? Wird er sich freuen. Steffi, ich liebe eure Produkte schon lange. Toll, dass mein Freund sein Gesicht jetzt auch ohne Gedöns pflegen kann. Witzig. Ja, ne? Da kannst du nichts zu sagen. Finde ich nice. Mal gucken, ob er es cool findet. Also, ne, bei Männern hast du halt nicht dieses bunt Rampampam, sondern du hast es einfach in schwarz, ne? Das ist eigentlich ganz nice. Guck, frage ich ihn mal, ob er Bock drauf hat. Jo, kannst du dich nicht beschweren. Sammy gönn dir. So, oh, hier ist noch ein bisschen mehr. Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Amaro Montenegro Premiata 1885 Specialata Bitter. Ist das ein Magenbitter? Ja, gut, ne? Wer drauf steht. Ja, 23% Alkohol, 5 cl sind hier drin. Kann man sich gönnen. Also, ich mag, also, wäre das jetzt ein Whisky gewesen, hatten wir, glaube ich, auch schon mal drin. Den finde ich ganz, ne, mag ich wohl, kann man wohl nehmen. Mein Magenbitter muss jetzt nicht sein. Dann habe ich hier noch von Jean and Len eine Maske, eine Gesichtsmaske, De-Stress, Ton, eher eine Aktivkohle. Das kann ich mir vorstellen für meinen Stiefpapa. Ja, das wäre auf jeden Fall eine coole Geschichte, weil den habe ich so ein bisschen angefixt mit Gesichtsmasken. Und der hat auch im April, meine ich, Geburtstag. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Vielleicht packe ich da auch viele Produkte von rein, muss ich mal gucken. So, Tabak Original Craftsman Eau de Toilette 50 ml. Das finde ich nice. Wir haben öfters mal in der Blackbox Man auch ein Parfum drin und das hier ist jetzt auch das Produkt Highlight. Das ist nämlich das Produkt, was hier so abgebildet ist in dem Flyer. Sieht schön aus.
Oh, fühlt sich super, super geil an. Das ist so, als wäre das Pulver beschichtet. Ne? Das ist bestimmt auch Pulver beschichtet. Das ist pulverbeschichtetes Glas. Das finde ich cool. Riechen wir mal dran. Ein Parfum. Also mein Freund ist ja eigentlich, seitdem ich ihm irgendwann mal Boss Bottled geschenkt habe, ein absoluter Boss Bottled Fan. Oh. Den mag ich aber auch. Typisch männlich frisch. Das riecht angenehm. Doch, ne? Das so als Everyday-Parfum für ihn. Das wäre eine coole Geschichte. Was kostet was? 21,75. Ja, guck. Wenn man die Box gekauft hat und 16,95 dafür bezahlt hat, dann hast du das Parfum plus, ne? Und dann noch den Rest vom Schützenfest für Ume mit dabei. Da beschwere ich mich nicht. Nö. Also es war wieder eine coole Box, die jetzt natürlich mal wieder leer ist. Ne? Das geht hier ratzfatz mit den Männerprodukten. Weil was soll ich da groß irgendwie groß zu testen? Da kann ich keine große Review zu geben. Aber es sind nice Produkte. Gefällt mir. Und ja, ich kann es nur empfehlen. Wie gesagt, guckt unten in der Infobox vorbei. Da habe ich euch auch den aktuellen Gutscheincode mit reingepackt. Der steht aber auch immer auf der Info, auf der Pinkbox Homepage. Ne? Also easy peasy. 16,95 ist echt ein Knaller. 60 Euro haben, glaube ich, die Produkte an Wert. Stand da eben, als ich nachgeguckt habe. Das ist schon geil. Ja, ihr Lieben, das war's jetzt hier. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!